Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid beim Hartz IV Erfolgstipp Nummer 9. Schaff dir deine eigenen Erfolgserlebnisse. Schlag mal im Duden nach, was Erfolg eigentlich bedeutet. Da steht unter Erfolg positives Ergebnis einer Bemühung, Eintreten einer beabsichtigten, erstrebten Wirkung. Das heißt, Erfolg heißt gar nicht, man muss überall der oder die Beste sein, die Karriereleiter am höchsten klettern und möglichst vielen materiellen Ramsch und Neid um sich scharen. Erfolg heißt positives Ergebnis einer Bemühung, Eintreten einer beabsichtigten, erstrebten Wirkung. Das heißt, Erfolg misst sich an deiner Absicht und den Zielen, die du dir setzt. Wenn es nicht dein Ziel ist, irgendein lackierter Lackaffe mit einem prolligen Auto zu sein, dann ist es auch kein Misserfolg, wenn du das nicht bist oder nicht hast. Und wenn sich Erfolg an deinen eigenen Zielen und deiner eigenen Absichten misst, heißt es auch, du kannst dir deine eigenen Erfolgserlebnisse schaffen. Du bestimmst, was für dich Erfolg ist. Wenn du dir vornimmst, morgen früh aufzustehen und es schaffst, dann ist das ein Erfolg, feiere ihn. Und wenn du dir vornimmst, du stehst morgen Nachmittag irgendwann auf und du erfüllst dein Vorhaben, dann ist das auch ein Riesenerfolg, feier den ruhig. Das Wichtigste dabei ist, wenn du deine eigenen Erfolgserlebnisse schaffst, mach den Erfolg von dir abhängig und nicht von anderen. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel vornimmst, ein Buch zu schreiben, dann misst den Erfolg nicht daran, ob das Buch ein Bestseller wird, sondern daran, ob du dein Ziel geschafft hast und ein Buch geschrieben hast. Oder wenn du dich gegen das Jobcenter wehrst, dann misst dich nicht daran, ob du den Widerspruch gewonnen hast, sondern an der Tatsache, dass du dich gegen das Jobcenter gewehrt hast, denn sich gegen das Jobcenter wehren ist auf jeden Fall definitiv und immer ein mega Erfolg. Das heißt, Hartz-Erfolg-Tipp Nummer 9, schaff dir deine eigenen Erfolgserlebnisse und feiere dich selbst, wenn der Rest der Welt es schon nicht tut. Passt gut auf euch auf, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann und tschüss!